Liebes Publikum, verehrte Mitglieder aus dem Hause Fugger, herzlich willkommen. Es freut uns sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind, muss man hier fast schmunzelnd sagen, wenn man in diese Reihen schaut. Wir hätten den wunderschönen kleinen goldenen Saal wirklich füllen können. Das wäre heute möglich gewesen. Die Anrufe nach dem Anmeldeschluss waren enorm, aber wir müssen die Vorsichtsmaßnahmen unter den Corona-Bedingungen einfach einhalten, zu unserer aller Gesundheit. Insofern freuen wir uns, dass wenigstens Sie, die Schnellsten bei der Anmeldung, Ihre Plätze bekommen haben. Aber wir zeichnen auch auf, damit diejenigen, die nicht mehr das Glück hatten, es sich im Nachgang wenigstens angucken können. Aus März wurde September, Corona-bedingt. Ansonsten bleiben wir die gleichen. Wir sind die gleiche Besetzung wie in der Einladung im März. Wir sind sozusagen die Märzbesetzung im September. Wir sind froh, dass wir heute das Fuggerforum endlich fortsetzen können. Nach der langen Pause Fugger im Archiv, die Fundstücke, Geschichten zu einem geheimen Champion, Anton Fugger. Daher holen Sie jetzt mit mir den beliebten Moderator des Fuggerforums, Horst Thieme, auf die Bühne. Wir sind gespannt. Hallo und schönen guten Abend. Ja, es ist Wahnsinn, wenn wir erinnern, Sie waren vielleicht bei der einen oder anderen Veranstaltung da, wie rappelvoll so eine Bude sein kann. Und heute müssen wir diesen Abstand halten, aber Mario Conti, der Präsident von Italien, hat einen so schönen Satz gesagt, und der fällt mir immer in diesem Moment ein. Das ist nämlich der, wir halten Abstand, um uns später noch enger, noch fester drücken zu können. Und das fällt mir immer ein, weil diese Zeit wird kommen und da arbeiten wir, glaube ich, alle hin. Und so lange halten wir Abstand und bleiben auch gesund und bleiben Sie es auch. Wir dürfen jetzt die Maske ja abnehmen. Wir sind jetzt in einem Raum mit Abstand. Wir haben auch die Fenster offen. Das wäre gar nicht so von der Veranstaltung her vorgeschrieben. Wir dürfen es machen, weil das Wetter so schön ist und eine angenehme Brise hier drin ist und damit auch ein Luftaustausch da ist. Wir sind also sicher und wir fühlen uns auch gut. Wir haben eine fantastische, eine wahnsinnige Veranstaltung für Sie vorbereitet. Ja, wir sprechen heute mit jemandem, nicht ganz verwundert, beim Fuggerforum aus dem Hause Fugger. Jeder kennt Jakob Fugger. Es ist eine Kunst, so eine Firma so aufzubauen, der reichste Mann der Welt zu werden. Es ist ein Wunder, gerade so eine Firma und seine Familie zu gründen. Aber eine große Kunst ist es, diese Firma weiterzugeben, zu vererben. Und das ist geschehen an den Neffen Anton Fugger. Es ist eine große Kunst, dieses Erbe nicht zu verraten, sondern sogar seinen Onkel in mancher Hinsicht zu übertreffen. The Hidden Champion, sagt man so schön, vielleicht der geheime Champion, den man nicht immer so im Mittelpunkt hat in der Geschichtsschreibung, wenn man dran denkt an Fugger. Der Anton Fugger hat Unglaubliches geleistet. Wir haben in dem Fugger-Archiv und anderen Archiven natürlich auch geforscht und gesucht nach ihm. Und in dieser Reihe der Fundstücke gibt es Fundstücke aus dem Fugger-Archiv, die vielleicht neu sind, die vielleicht überraschend sind, die manchmal skurril sind, die manchmal lustig sind, die aber eins nie sind, nämlich langweilig. Und das haben wir heute Abend vor. Wir werden Ihnen 5 Fundstücke zeigen. Die sind in diesem Koffer versteckt. Wir werden sie nach und nach herausholen, sie Ihnen präsentieren, die Geschichte dazu erzählen, visualisieren, aber heute nochmal ein bisschen lebendiger gestalten, nämlich mit einem Tableau vivant. Eine Kunstform, die heute quasi ausgestorben ist, die man fast schon erklären muss. Weiß es jemand, die Hand ganz kurz hoch, was ein Tableau vivant ist? Ja, ein paar wissen das noch. Es ist die Kunstform, Bilder zum Leben zu erwecken, nämlich mit echten Menschen, die dastehen. Und Sie werden es gleich erleben, ich will es Ihnen gar nicht groß erklären. Aber es ist eine große Kunstform, die am Leben erhalten wird von so fantastischen Gruppen wie den Augsburger Patriziern, die muss man fast wenig vorstellen, wenn man sich ein bisschen kulturell in Augsburg umschaut. Sie treten viel auf, sie erhalten diese Kunst vom Erleben. Ich finde es große Klasse, dass wir sie gewinnen konnten und sie werden das hier als weiteres Bonbon erleben und heute wirklich, wirklich in einem super exklusiven Rahmen. Ich habe schon gesagt, das Fugger-Archiv, konkret heißt es fürstlich und gräflich Fuggerschen Familien- und Stiftungsarchiv. Da haben wir 4
Historiker, Archivare eingeladen, die uns Geschichten erzählen werden. Wir haben aber 5 Leute auf der Bühne. Wir konnten auch jemanden gewinnen aus dem Augsburger Stadtarchiv, der auch ein eigenes Fundstück hier noch präsentieren wird. Ich werde sie Ihnen einzeln vorstellen, wenn sie auf die Bühne kommen. Viele werden sie kennen, wenn sie, und ich nehme es fast an, wenn sie es geschafft haben, zu den ersten zu zählen, die heute hier Tickets haben, schon mal hier erlebt haben. Das heißt, man kann sich vielleicht sogar kurz fassen in dieser ganzen Vorstellung. Das Fugger-Archiv selber umfasst Fundstücke oder Archive aus 500 Jahren Geschichte. Nicht nur sehr, sehr alte Sachen, sondern auch die Neuzeit wird dort archiviert. Auch die Gegenwart wird dort festgehalten. Das heißt, es ist ein lebendiges Archiv. Dort wird auch weiter geforscht. Dort entstehen auch neue Bücher, neue Forschung. Und ich hoffe, Sie haben schon zugegriffen unten bei dem Buch zu der Fuggerei, das gerade frisch erschienen ist. Es wird offiziell, glaube ich, erst in den nächsten Tagen rauskommen, wenn ich das richtig weiß. Man hat hier die Möglichkeit gehabt, das jetzt sogar schon mitnehmen. Was werden wir heute alles erfahren? Wir haben etwas zu erzählen über das BAföG-System im 16. Jahrhundert. Wir erfahren, wie im Religionsstreit teilweise handfest auf Messerschneide ausgefochten wurde. Wir werden erfahren, ja, okkulte Sachen, wie Wahrsager damals mitgearbeitet haben in geschäftlichen Dingen, wie lodernde Flammen manches reinigte zum Beispiel. Na, ich werde es jetzt nicht sagen. Und wir werden über Kinder, Krisen und Konflikte etwas erfahren. Ein super spannendes Setup. Sie können sich wirklich freuen, heute Abend hier zu sein. Ich möchte gleich damit beginnen mit dem Leiter des Archivs selber. Er leitet das Archiv von der wissenschaftlichen Seite her. Er ist selber auch noch Professor an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten. Und ich freue mich, auch ihn heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Begrüßen Sie sehr, sehr herzlich Professor Dr. Dietmar Schiersner. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Normalerweise fallen wir uns immer um die Arme, jetzt halten wir so ein bisschen Abstand bei so einem akademischen Thema, das wir jetzt auch haben, absolut natürlich sinnvoll. Da muss man auch diese Würde bewahren. Wir schauen mal ganz kurz rein. Mhm. Wir haben ja über das BAföG-System des 16. Jahrhunderts schon angekündigt, heute etwas zu sagen, ein sehr akademisches Thema. Wir werden also über Universitäten etwas erfahren, Bildungssysteme, Fördersysteme für Studenten. Muss man heute nicht gendern, weil tatsächlich damals gab es nur Studenten, keine Studierende und keine Studentinnen, sondern nur männliche Studenten. Vielleicht werden wir auch dazu etwas erfahren, aber ich bin gespannt, was haben wir denn in diesem Koffer drin? Ist aber auch immer die Frage, ne, ob die Studenten auch tatsächlich Studierende waren. Nicht zu allen Zeiten, jedenfalls des Tages und der Nacht. Ich habe eine Abrechnung mitgebracht, ja, eine Stipendienabrechnung. Mhm. Aus dem Jahr 1584. Ich weiß nicht, ob man das überall so schön sehen kann, aber auf jeden Fall sehen Sie auf der rechten Seite eine tabellarische Auflistung mit vielen, vielen Zahlen. Und das macht deutlich, dass es hier um Heller und Pfennig, nein, um Gulden, Kreuzer und Heller geht. Und natürlich geht es um Universität und Bildungssystem und es wird sehr akademisch. Deswegen stellen Sie jetzt die Rückenlehne gerade, schnallen Sie sich an, stellen Sie das Rauchen ein, falls Sie den Frevel überhaupt noch tun. Und es wird jetzt spannend. Also wenn ich gleich wissenschaftlich einsteigen soll, dann muss ich natürlich lateinisch beginnen. Das mache ich auch mit einem Zitat, meine Damen und Herren. In agrestibus pueris excolendis per poliendisque insudandum est. Wenn man Buben vom Land erziehen und bilden will, polieren heißt es da wörtlich, dann kommt man ganz schön ins Schwitzen. Diese weise Einsicht findet sich in der 1554 von Anton Fugger erlassenen Schulordnung für seine neue Lateinschule in Babenhausen. In der von Anton unten rechts eigenhändig unterschriebenen Institutio Scholastica werden auf 14 Seiten die Inhalte und Ziele des künftigen Unterrichts in Babenhausen formuliert. In einem eigens hinter dem Pfarrhof zu errichtenden Schulhaus,
Ein anderes Dokument, das Sie hier im Ausschnitt sehen, bezeichnet genau dessen Lage. Sollten in mehreren aufeinander folgenden Klassen die Knaben, die mit 8 oder 9 Jahren aus der deutschen Schule übertraten, zur aktiven Beherrschung der lateinischen Sprache geführt werden. Und so vorbereitet konnten sie dann das Studium an einer Universität aufnehmen, um, wie es in der Institutio heißt, dermaleinst der Kirche, dem Gemeinwesen und Antons Nachkommen nützlich zu sein. Was ist daran eigentlich besonders? Die Gründung der Babenhauser Lateinschule erfolgte in einer Zeit, in der sich die unterschiedlichen konfessionellen Richtungen herausbildeten. Anton Fugger war katholisch und dasselbe sah er auch für seine Untertanen in der von ihm 1538 erworbenen Herrschaft Babenhausen vor. Nur eine Impression, die diesen Umstand bekräftigt, Sie sehen auf dem Bild in der Nordwestecke des von ihm in den 1540er Jahren erbauten Schlosses die Kirche. Die Kirche ist gleichsam integriert in den Schlossbau. Die Kirche wird gehegt, geschützt von den Mauern und es zeigt das Programm, die Kirche ist Teil meiner Herrschaft. Das ist als konfessionelles Statement aufzufassen. Insbesondere die Reichsstädte in Schwaben waren dagegen seit dem Aufkommen der reformatorischen Bewegung fast alle zum neuen Glauben übergegangen. Die Babenhausen benachbarten Städte Memmingen und Ulm, Augsburg für lange Zeit bis 1547, das öffnete dann wieder den Katholiken die Tore, hatten die ehemals kirchlichen Lateinschulen an Klöstern und Stiften in städtische Regie genommen und das Bildungswesen konfessionsspezifisch ausgerichtet. Ihre traditionelle Funktion als Bildungseinrichtungen für den Priesternachwuchs konnten sie nun für die katholischen Herrschaften im Umland dieser Städte nicht mehr erfüllen. Hinzu kam, dass mit der fortschreitenden Abgrenzung zwischen Protestanten und Katholiken man immer mehr Wert darauf legte, dass auch die Beamtenschaft in den Städten und in den Herrschaften entsprechend der eigenen Konfession ausgebildet wurde. An genau diesem Punkt setzten Initiativen wie die Anton Fuggers an, durch die das katholische Bildungsdefizit der Reformationszeit nach und nach beseitigt wurde. Deswegen besitzt auch die Babenhauser Institutio so ein klares konfessionelles Profil. Nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig lässt etwa die mit dem Religionsunterricht verbundene Mahnung Antons, ich übersetze, Sie sehen sie hier in lateinischer Sprache, aufgeschrieben für seine Nachkommen. Ich will nicht, dass man den Schülern irgendetwas beibringt, was von der alten katholischen Lehre abweicht. Und wenn es einer trotzdem wagen sollte, dann soll er wissen, dass es weder von mir, solange ich lebe, noch von meinen Nachkommen, sofern die mir in irgendeiner Weise ähnlich sind, ungestraft geduldet werden wird. Die Babenhauser Institutio ist eines der ganz, ganz frühen Beispiele für solche Schulordnungen auf katholischer Seite. Und das macht sie wirklich zu einem besonderen Dokument. Anton Fugger war nämlich mit anderen Worten Vorreiter einer Bildungsoffensive, wie man das heute nennen würde, einer katholischen Bildungsoffensive. Und Anton hat sein Schulprojekt von Anfang an flankiert durch eine Stipendienstiftung, ein BAföG, das gewissermaßen die ländliche Bildungsreserve erschließen half, indem jeweils 5 begabten Knaben aus ärmeren Verhältnissen der Lateinschulbesuch in Babenhausen beziehungsweise sogar ein nachfolgendes Studium ermöglicht wurde. Die Babenhauser Stipendiaten, und einen davon sehen wir hier leibhaftig vor uns, genossen Kost und Logis in der im Stiftungsbrief eigens bestimmten Wohnung des Schulmeisters, von dessen Ehefrau oder einer, Zitat, alten, betagten, frommen Frauen
dass da keine Probleme aufkommen konnten. Bei entsprechend nachgewiesener Eignung erhielten ein oder zwei Knaben darüber hinaus ein Folgestipendium von jährlich 50 oder 60 Gulden. Für das Studium in Ingolstadt wird alles entsprechend aufgelistet. Ingolstadt, Freiburg, Löwen im heutigen Belgien und Dillingen oder an einer ausdrücklich katholischen Hochschule, an einer anderen ausdrücklich katholischen Hochschule. Nach 1582 sind auch am Augsburger Jesuitenkolleg St. Salvator, dessen Räumlichkeiten wir uns hier ja, einem Teil dieser Räumlichkeiten wir uns befinden, Babenhauser Studenten nachgewiesen. Im Fuggerarchiv hat sich für das Jahr 1583 ein Zeugnis für das Fuggersche BAföG erhalten, das im Unterschied zum BAföG unserer Tage nicht zurückbezahlt werden musste. Hier ist es nochmal, das Dokument, das ich Ihnen vorher real gezeigt habe, hier in der Aufnahme. Vielmehr verpflichteten sich alle Stiftknaben und Studienstipendiaten nach ihrer Ausbildung auf Lebenszeit als Geistliche oder in weltlichen Funktionen in den Dienst der Fugger zu treten. Das Babenhauser Förderungsgesetz, so könnte man es ja auch nennen, als BAföG würde passen dafür, sah vor, dass ein geförderter Student über all seine Ausgaben einmal im Jahr genauestens Rechnung legte. In unserem Fall war es ein gewisser Georg Pfister. Hier haben Sie seinen Namen am Übergang der ersten zur zweiten Zeile, Georgius Pfister, vielleicht können Sie es lesen, der hier seine zwischen dem 23. September 1583 und dem August 1584 getätigten Aufwendungen akribisch auflistete und dem Stiftungsverwalter in Babenhausen präsentierte. Nochmal zur Auflistung hier. Insgesamt waren es 48 Gulden, 5 Kreuzer und 2 Heller. Das Dokument, das Sie hier sehen, ist eine aufschlussreiche wirtschafts-, alltagsgeschichtliche und sozialgeschichtliche Quelle. Gleich zu Beginn erfahren wir, dass sich Georg Pfister vor Beginn des Studienjahres, also etwa so um unsere Zeit herum, Mitte September, von Babenhausen nach Augsburg begab und auf dem Weg dorthin für 12 Kreuzer in Tannhausen, da gab es noch keine Umleitung, keine Umfahrung, in Tannhausen zur Nacht aß. Zu Mittag am Tag darauf kehrte er in Diedorf ein, wo er für sich 10 Kreuzer, war also ein bisschen billiger dort, für den Fuhrmann aber 4 Kreuzer bezahlte. In Augsburg selbst schlugen immer wieder einzelne Anschaffungen zu Buch. Eine beschlagene Truhe, ein gefütterter Hut mit Hutschnur, ein Buch mit dem Titel Flores Poetarum, Blüten der Dichter, oder Kerzen. Einem Boten, der ihm einen Brief von seiner Schwester brachte, spendierte ein Trinkgeld, seine Schuhe ließ er flicken und so weiter und so fort. Und er erwarb einen, nein, keinen Mund-Nasenschutz, sondern sozusagen im Gegenteil ein potenziell höchst aerosolhaltiges Kleidungsstück, nämlich gewirkte Strümpfe für 30 Kreuzer. Das Babenhauser Förderungsgesetz, meine Damen und Herren, hatte bis ins 18. Jahrhundert hinein Bestand. Hunderte begabter, aber ärmerer Jungen erhielten damit die Chance auf einen akademischen Beruf. Eine parallele Förderung der Mädchen hatte Anton Fugger übrigens auch eingerichtet, zeittypisch und pragmatisch, in Form einer Aussteuerstiftung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen Dank. Das war der erste Vortrag. Wie muss man sich das Ganze denn vorstellen? Wie hat man sich da beworben? Wie kann man denn eigentlich dann in die Gunst überhaupt in so ein Stipendium zu kommen oder in diese Schule überzutreten?
Naja, die personellen Verhältnisse waren ja nicht abstrakt, sondern waren übersichtlich. Man kannte sich, man kannte aber auf jeden Fall auch Bezugspersonen. Und eine ganz zentrale Bezugsperson ist ja immer der Geistliche vor Ort, der auch ein gewisses Sensorium hat, welcher der Knaben eine größere Begabung hat und welcher gefördert werden sollte. Und es gibt ja eben diesen Übertritt von der deutschen Schule an die Lateinschule, sodass auch da die Schulmeister ein wichtiges Scharnier bildeten für so eine Empfehlung. Die kamen also wirklich auch aus der Region? Ja. Ausschließlich? Genau. Was ist denn passiert, wenn das nicht geklappt hat? Also weil man entweder nicht eintreten wollte in den Dienst, das war ja doch eine Verpflichtung und doch eine längere für ein sehr junges Kind zu dem Zeitpunkt. Gibt es Belege, dass so etwas nicht funktioniert hat oder war das ein deutlicher Aufstieg, den auch jeder dankbar angenommen hat? Also es gibt Fälle von Stipendiaten, die später dann in anderen Positionen landen. Wie das funktionieren konnte, also ob es da Gespräche gab oder ein Einsehen der Herrschaft oder was auch immer, darüber wissen wir viel zu wenig, weil sich einfach auch zu wenig schriftlich erhalten hat, wahrscheinlich weil es mündlich kommuniziert werden konnte. Aber ein bisschen so vergleiche ich das vielleicht mit der Situation von Berufsakademien, ist es glaube ich heute ganz ähnlich, wo man sich auch verpflichtet, wenn man die Ausbildung dort finanziert bekommt, dass man dann auch in dem Unternehmen, das diese Ausbildung finanziert hat, zumindest eine Zeit lang tätig ist. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? War das ein Novum oder war das nur neu für die Familie? Gibt es Vorbilder und ist das eine relativ übliche Geschichte gewesen, dass man sowas gemacht hat und wie lange hat sowas Bestand gehabt? Ja, also es gibt bei den Priestern seit jeher die Einrichtung des sogenannten Tischtitels. Das heißt, dass man, wenn ein Priester tatsächlich einmal in elementare Not gerät, ihm den Tisch bietet, also ihm hilft, über das Schwierigste hinwegzukommen und insbesondere einem, der in der Ausbildung ist als Alumne. Das ist wahrscheinlich ein Vorbild für diese Stipendien, weil das ja auch ganz stark auf die Priesterausbildung zunächst einmal zielt, aber nicht nur. Und Formen der informellen Zuwendung, die gibt es mit Sicherheit schon viel, viel länger. Nicht gegossen in eine solche Institutio oder in ein solches Stipendiensystem, sondern einfach als eine ganz persönliche Darreichung an jemanden, den man kennt und den man fördern möchte. Aber das, was hier Anton Fugger tut, ist nicht, also es ist keine Schöpfung von ihm, sondern solche Stipendiensysteme gibt es oder Stipendien gibt es schon länger auch in anderen Bereichen. Nur was beeindruckt ist dieser systematische Zugriff. Also einmal so eine Schulordnung zu schreiben. Offenbar auch mit persönlicher Anteilnahme Anton Fuggers einzugreifen in das Studienprogramm, in das Schulprogramm, was muss seiner Ansicht nach vermittelt werden. Der Wille, eine solche Schule aufzurichten, sie zu fundieren, also auch mit den Räumlichkeiten auszustatten, einen Schulmeister mit den infrastrukturellen Dingen und dann auch noch Sorge zu tragen, dass die auch von den Richtigen besucht wird. Und dass die Richtigen, die dafür nicht die Mittel haben, trotzdem studieren können. Das ist so ein Beispiel für einen, wir haben ja Anton als Thema heute, für einen ganzheitlichen Zugriff, einer, der weiterdenkt und der das, was er anpackt, auch irgendwo ganz durchdenkt. Ja? Nicht nur eine Schule hinstellt und dann hofft, dass es irgendwie läuft, sondern schon das in solche institutionelle Bahnen lenkt, dass es, wie gesagt, in unserem Fall bis ins 18. Jahrhundert hinein funktioniert. Wie viele Kinder wurden da durchgeschleust? Ich habe es nicht ausgezählt, aber Sie können sich ja ausrechnen, wenn das jeweils fünf Kinder sind, die nur das Stipendium bekommen, sondern andere Absolventen sind natürlich auch dabei, die sich selbst leisten können, dann kommen wir schon auf mehrere hundert in diesem Zeitabschnitt.
Große Klasse. Also sehr spannend, Anton Fugger hier als Stifter eines Babenhauser Fördergesetzes. Ja, als Bildungspolitiker. Als Bildungspolitiker zu erleben. Vielleicht diesen Satz darf ich noch sagen. Das ist das, was fehlt nach der Reformation zwischen dem niederen Schulwesen und den Universitäten, die sich entwickeln, diese Ebene der Lateinschulen. Das fällt weg, weil es in den Städten ringsum ein evangelisches Schulwesen gibt. Und hier ist er so weitsichtig zu erkennen, dass es daran mangelt, wenn es ihm gelingen soll oder wenn es wieder gelingen soll, auch eine katholische gebildete Elite hervorzubringen. Das ist weit gedacht. Das ist nicht nur Babenhauser Kirchturmpolitik. Und natürlich auch Firmenpolitik, weil er natürlich sich auch damit die richtigen Leute herangezogen hat. Das ist vielleicht auch nochmal ein sehr cleverer Zug. Es sind mehr die Menschen, die in der Verwaltung der Herrschaft dann tätig sind. Aber grundsätzlich kann das mitgeschwungen haben, dieser Gedanke. Ja. Sehr spannend. Vielen Dank, Professor Dr. Schiersner. Erster Vortrag Dankeschön. Von heute. Wir haben jetzt Anton Fugger als Bildungspolitiker, als Stifter, als Wohltäter kennengelernt. Wir werden jetzt im nächsten Vortrag einen bis aufs Messer kämpfenden erleben, der keinen Streit scheut. Und wie das Ganze zusammenpasst, wollen wir natürlich jetzt hören von jemandem, der hat angefangen erstmal als Besucher des Archivs. Er ist dann hängen geblieben, klingt irgendwo falsch und nicht angemessen, sondern er ist dort geblieben, wurde angestellt und ist mittlerweile ein langjähriger Mitarbeiter des Archivs. Ich begrüße Dr. Stefan Birkle. Kommen Sie bitte raus. In der Vergangenheit haben wir Sie immer vorgestellt als der digitale Kuli, weil es ja um die Sicherheitsverfilmung auch von vielen Dokumenten ging. Ist das schon abgeschlossen? Ist es unangemessen, Sie so zu wieder vorzustellen? Oder wo steht diese Sicherheitsverfilmung der ganzen Die Archiv. Verfilmung ruht momentan, weil dieses Programm, wo wir drin waren, erstmal abgeschlossen war und es kann vielleicht in ein paar Jahren wieder weitergehen. Das heißt, jetzt gibt es vielleicht auch das Zeit dazu, wieder weiter im Archiv zu stöbern und tolle Fundstücke zu finden. Wir haben heute ein Streitthema. Der Titel ist Ein Streit bis aufs Messer übertitelt. Wie passt es denn zusammen zu dem Bild des Bildungspolitikers, des Wohltäters? Ja, also so ganz weit ist es dann doch nicht weg von dem vorigen Beitrag, weil es auch hier im Kern um eine fromme Stiftung geht, um die Prädikaturstiftung bei St. Moritz. Also wir haben hier ihn jetzt vielleicht als Religionspolitiker, der ein bisschen handfester vorgegangen ist. Was können Sie dazu erzählen? Ja, also ich versuche die Kurzfassung, weil die Geschichte von St. Moritz eigentlich auch eine erzählenswerte Geschichte war. Es war im Jahr 1517 und da sahen ganz salopp formuliert die Gläubigen bei St. Moritz bei der Seelsorge durch die Chorherren des gleichnamigen Stifts noch deutlich Luft nach oben. Und deshalb tat sich die Pfarrzeche, das war die von Laien geführte Vermögensverwaltung der Pfarrgemeinde, mit einem einflussreichen Gemeindemitglied zusammen, das war Jakob Fugger, Antons Onkel. Und gemeinsam sorgten diese beiden jetzt für einen wirklich primär für die Seelsorge zuständigen Prädikanten. Dabei setzte sich jedoch Jakob zusehends an die Spitze der Initiative, was zu ersten Spannungen mit der Zeche führte. Denn Jakob sicherte sich und seiner Familie das Präsentationsrecht und er fixierte eben die Prädikaturstiftung im Jahr 1521 im großen Stiftungsbrief zusammen mit der Fuggerei und der Grabkapelle bei St. Anna dauerhaft. In den Folgejahren wuchsen dann die Spannungen weiter an, denn in der Pfarrzeche und auch sonst in Augsburg setzten sich zusehends die reformatorischen Tendenzen durch, während es bei den Fuggern ja bekanntlich nicht der Fall war. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was wir hier ein Fundstück drin haben. Jetzt müssen wir das eine vorsichtig zusammenpacken. Wenn so viele Historiker neben mir stehen, habe ich immer ganz zittrige Hände, Dokumente anzufassen, weil sie womöglich dann
hoffentlich nicht irgendwas passieren kann. Ja, was haben wir da? Eine weitere Mappe. Nein, die Mappe ist es, glaube ich, nicht. Mappe, was ist denn da? Kommt noch, ich gehe vielleicht selber mal drumherum. Es handelt sich nämlich um ein schweres Fundstück, ein Türschloss. Ich kann es Ihnen auch gleich noch vor allem für die hinteren Reihen hier am Bildschirm zeigen, wenn uns die Technik nicht im Stich lässt. Genau, jetzt müsste man es sehen. Wie kommt dieses Schloss ins Archiv? So ganz genau können wir das nicht sagen. Wir wissen, dass es aus dem Umfeld des alten Fuggereimuseums stammt und es wurde deshalb vermutlich in der Nachkriegszeit angekauft. Mhm. Dadurch hat es jetzt mit dem Streit, von dem ich Ihnen gleich erzählen werde, direkt nichts zu tun. Aber dieses Schloss kann trotzdem als Symbol dienen, und zwar eigentlich in doppelter Weise. Zum einen kann es für die Schlüsselgewalt stehen, zum Beispiel über eine Kirche, die in konfessionellen Streitigkeiten oft sehr wichtig war. Das werden wir gleich auch noch sehen und hören. Dann sage ich mal Bühne frei und wir schauen uns das Ganze an. Gut. Ja, die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle, spielt im Jahr 1533. Beziehungsweise eigentlich müsste man sagen, die Geschichten. Denn es gibt unterschiedliche Versionen davon, je nachdem, in welcher Chronik man die Geschichte nachliest. Bei der Ausgangslage waren sich die Chronisten noch relativ einig. Es geht um einen Streit, der sich an Christi Himmelfahrt entlädt und darauf beruht, dass Anton Fugger eben im Gegensatz zur reformationsfreundlich eingestellten Zeche den Gottesdienst traditionell feiern lassen will. Dazu gehörte auch, dass man während des Gottesdienstes eine Christusfigur zur Decke hochzog. Sie sehen hier im Hintergrund eine moderne Abbildung, also diesen Brauch gibt es auch heute teilweise noch. In St. Moritz wurde jedoch eine etwas andere Figur verwendet. Es ist die Rede von einem Christus im Regenbogen und es kamen auch noch verschiedene Engelsfiguren zum Einsatz. Der Zechpfleger Max Ehm hatte jetzt von den Plänen Fuggers Wind bekommen und bereits Gegenmaßnahmen ergriffen. Er hat die Figuren wegspannen lassen, jetzt sind wir wieder bei der Schlüsselgewalt, und auch die Öffnung in der Kirchendecke verschließen lassen. Anton Fugger hatte allerdings auch schon vorgesorgt. Er hatte nämlich heimlich schon eine neue Christusfigur schnitzen lassen. Hören und sehen wir jetzt zunächst als erste der beiden Versionen die protestantische Sichtweise aus der Feder von Achilles Parmenius Gasser. Gasser war Arzt und Historiker und einer der ersten Anhänger der Reformation. Für ihn war deshalb, Sie können es hier auch an der Randbemerkung lesen, das Aufziehen der Christusfigur ein lächerlicher Poss und das ganze Spektakel mehr ein Fatzspiel und Gaukelei, als dass es irgendwas mit wahrer Andacht zu tun gehabt hätte. Als nun Fugger beim Gottesdienst die neue Christusfigur durch ein Loch im Balken, so schreibt Gasser, hochziehen und zugleich orgeln und figurieren ließ, wird Max Ehm nun davon in Kenntnis gesetzt und er ergreift Gegenmaßnahmen. Sobald aber gemälter Ehm, so schreibt Gasser weiter, dessen durch die Zuseher berichtet worden, hat er eilends etliche Stadtdiener mit Stoffel Sorgen dahin geschickt und den Götzen, gemeint war also die Christusfigur, strack auf freie Tat herunterzuwerfen befohlen. Da dann nun der Götz mitten unter das Volk plötzlich gefallen und gleichwohl niemand beschädigt, ist nicht zu sagen, was groß Gelächter auf den unversehenen Schrecken, in dem die Pfaffen sehr murreten und der Fugger mit seinem Gesind aus der Kirche geflohen war, sich erhoben. Nach Einschätzung Gassers war das also eine sehr deutliche und vor allem auch peinliche Niederlage für Anton Fugger und seine Gefolgschaft. Waren sie doch kläglich gescheitert und hatten zur Freude der Protestanten die Kirche mehr oder weniger fluchtartig verlassen müssen. Aber man konnte das Ganze auch anders sehen, wie die Chronik von Clemens Sender beweist. Sender war Benediktinermönch und kann durchaus als Fuggernarr bezeichnet werden. Denn laut Sender haben sich die alten Christen, Frauen und Mann, alt und jung und die Kind über Antons persönlichen Gottesdienstbesuch zusammen mit seinem Bruder Raimund groß gefreut, während Sender Ehms Pläne
als Zwinglinge, vergiftet, gottlose Schlangen bezeichnet. Denn ihm hatte die Sache zwar auf dem offiziellen Weg beim Bürgermeister angezeigt, aber dabei doch auch einen klaren Befehl bekommen. Er sollte nämlich nur einschreiten, wenn mit dem Hochziehen der Figur noch nicht begonnen worden war. Ihm kam jedoch zu spät in der Kirche an und musste mit zusehen, wie die guten alten Christen geweint haben aus Andacht und die verkehrten, ketzerischen Christen geflucht und gewinst haben, dass das höllische Feuer da reinschlag. Entgegen dem ausdrücklichen Befehl des Bürgermeisters stellte sich ihm nun mit seiner blutigen, aufrührigen Rott in solcher Ordnung in die Mitte der Kirche, als wählte er einen Schlachtton und hat darauf den Mesner heftig mit großen Scheltworten ankommen und hat ihn wollen schlagen, dass er den Turn hat aufgeschlossen und hat mit großem Zorn die Schlüssel zu der Kirche von ihm genommen und sich mit seiner aufrührigen Rott mit halbem ausgezogenen Messer wieder die guten alten frommen Christen gestanden und hat um ein Kleins gefehlt, beide Teil wären ineinander gefallen. Wann nun einer sein Messer hat gar auszogen, so wäre es durchgegangen. Darauf hat sich der Marx Ehem zu Herr Antoni Fugger gekehrt und seinen Arm aufgehebt und mit dem Finger dreit sprechend, sich auf, es soll dir dein Lohn darum werden. Herr Antoni Fugger hat davor dem Marx Ehem viel Dienst und Freundschaft bewiesen und ihn wie ein Bruder gehalten. Aber mehr noch, Ehem vertrieb mit großem Zorn, wie Sender wieder schreibt, die Chorherren aus der Kirche. Und nachdem schließlich Raimund und etwas später auch Anton Fugger heimgegangen waren, Sender spricht hier ausdrücklich nicht von einer Flucht, begann man mit dem Hinablassen der Figuren. Dabei hat dann jedoch Ehems Bruder Jeremias den Regenbogen mit seinen Gesellen mit Fleiß auf die Erde lausen fallen und danach gesagt, der Strick sei ihnen entwischt. Nur durch den inzwischen eingetroffenen Stadtvogt sei laut Sender weiterer Aufruhr verhütet worden. Soweit, meine Damen und Herren, also die zweite Version der Geschichte mit deutlichen Abweichungen zur Variante Gasser. Aber trotz aller Unterschiede in den Details und der Rollenverteilung zwischen Gut und Böse, das Ergebnis war dasselbe. Anton Fugger musste eine Nacht im Gefängnis verbringen. Für die protestantische Seite war der Fall klar. Anton war der schuldige Aufrührer und er musste bestraft werden. Gleichwohl war es eine milde Strafe, konnte Anton doch einen Großteil der ursprünglichen Gefängnisstrafe durch eine Geldzahlung ablösen. Jörg Breu, ein weiterer Chronist mit Sympathien für die Reformation, fasst das Ganze so zusammen. Das ist die Strafe gewesen, wie ein Sprichwort ist. Dem Reichen als dem Reichen, dem Armen das Gott erbarmen. Die Bewertung von Clemens Sender fällt erwartungsgemäß völlig anders aus. Für ihn war selbst das milde Urteil einfach ein Skandal. Wurde doch der Vater des Vaterlands unschuldiglich gestraft, der sich als ein guter Christ erwiesen und vor allem auch gesetzeskonform gehandelt hatte, während dagegen der aufrührerisch-ketzerisch Ehem gar ungestraft geblieben war. Das waren sie also, die beiden Versionen der einen Geschichte vom Streit bis aufs Messer, der Anton Fugger ins Gefängnis gebracht hat. Welche jetzt davon stimmt, können wir heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Deshalb bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Birkle. Es ist natürlich super spannend, diese zwei verschiedenen Sichtweisen zu haben, zwei verschiedene Quellen, zwei verschiedene Geschichtsschreibungen. Als Historiker dokumentiert, archiviert man viel, ist aber natürlich auch immer dran, so etwas zu bewerten und auch vielleicht nochmal neu einzuordnen. Was ist denn Ihr eigenes persönliches Urteil dazu? Was ist Ihre eigene Interpretation? Ja, ich denke, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen wird. Und gerade in solchen konfessionellen Streitigkeiten
war es ja üblich, dass es eine recht deutliche Schwarz-Weiß-Malerei gab, ohne irgendwelche Graustufen dazwischen. Und die Gegenseite war immer die Seite mit den Ketzern und auf der anderen Seite sah man es genauso, nur eben um die 180 Grad gedreht. Und Geschichtsschreibung ist natürlich immer von den Leuten, die auch etwas übermitteln wollen und vermitteln wollen. So erklärt sich dann auch diese zwei sehr widersprüchlichen Darstellungen. Ja, das erklärt sich zum einen dadurch, aber man muss auch sagen, die damaligen Chronisten, die entsprachen noch nicht so ganz dem Idealbild des unabhängigen Journalisten, das man heute hat. Denn zahlreiche Chroniken waren Auftragarbeiten und da war es natürlich oder wäre es unklug gewesen, wenn man seinen Auftraggeber in einem schlechten Licht darstellen würde. Und andere Chroniken, zum Beispiel die Chronik von Sender, war auch einzelnen Persönlichkeiten gewidmet. In diesem Fall war es sogar ein Fuggersches Familienmitglied, nämlich Hieronymus Fugger. Und zuletzt muss man sich sicher auch fragen, woher haben denn die Chronisten ihre Infos? Auch wenn die beiden Chronisten, die jetzt heute vorkommen, Zeitgenossen waren, man muss doch davon ausgehen, dass von den beiden kein einziger in dem Gottesdienst live mit dabei saß. Und irgendwo haben sie ihre Informationen her. Und je nachdem, wie diese Geschichte erzählt wurde, das Prinzip der stillen Post, kommt am Ende was anderes raus. Vielen Dank, Dr. Stefan Birkel. Geben Sie ihm nochmal herzlichen Applaus für diesen spannenden Beitrag. Im Knast muss man sich das mal vorstellen. Ja, Verschwörungstheorien, Fake News, Auftragsarbeiten, Pseudojournalismus könnte manchmal einem bekannt vorkommen und mit aktuellen Sachen sehen. Verschwörungstheorien ist vielleicht sogar eines der Themen, die wir uns mit zum nächsten Thema treiben. Ich begrüße unseren nicht Fugger-Archivar, sondern einen Archivar des Stadtarchivs. Sie kennen ihn vielleicht, sind Sie auf Social Media irgendwo aktiv, haben Sie Instagram. Er ist der Macher des Instagram-Kanals des Stadtarchivs und wenn Sie das noch nicht folgen sollten, dann machen Sie es jetzt, weil es sich wirklich lohnt. Super spannende Geschichten dort immer geteilt werden aus der Augsburger Geschichte. Ich freue mich sehr, dass wir ihn da haben. Holen Sie ihn raus, Mario Felke vom Stadtarchiv Augsburg. Schön, dass Sie da sind. Ich übergebe Ihnen jetzt auch gleich den Klicker, aber natürlich auch generell erstmal die erste Frage. Einen Abend oder einen Tag in einem Verlies, wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine schlimme Strafe schon mal gewesen und gab es nicht noch ganz andere Möglichkeiten damals? Ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man ein bisschen Fantasie hat und in die Stadt geht. Denn das Stadtgefängnis, das befand sich ja am Eisenberg, also direkt hinter dem Rathaus, wo heute Elias-Holl-Platz liegt. Also heute keine Spur mehr von Folter und Strafe, aber im 16. Jahrhundert wurden natürlich schon Verdächtige mit Folter belegt, die grausam war und wenn es zum Äußersten kam, dann mit einem harten Urteil, mit dem Schwert gerichtet oder gar dem Feuer vorgeworfen. Also grausame Zeiten. Folter war ja noch nicht die Strafe, sondern erstmal ein Werkzeug, um die Wahrheitsfindung nach vorne zu treiben. Da hat man natürlich ganz schön gezittert in der Zeit, damals auch. Es ist ja auch eine Zeit, wo es ja, Hexenverbrennungen noch gab, ja teilweise in Bamberg erst richtig losgegangen ist. Der Titel Ihres Vortrages lautet Antons Wahrsagerin packt aus. Da bin ich natürlich gespannt, was wir jetzt hören und wollen wir ganz kurz in den Koffer reinschauen, was wir denn da drin haben. Gerne. Das ist ganz schön schwer. Das packe ich da wieder rein und bin gespannt, was Sie da rausholen. Genau, wir haben hier zwei Glas- oder Kristallkugeln, die stammen in dieser Form leider nicht aus dem 16. Jahrhundert. Aber in ähnlicher Form könnten sie eine Beilage zu einem Verhörprotokoll gewesen sein und das befindet sich heute noch im Original im Stadtarchiv. Und darüber werden wir jetzt etwas erfahren. Bühne frei für Mario Felke.
Ja, meine Geschichte spielt im Februar 1564, also einige Jahre nach dem Tod von Anton Fugger. Und das Verhörprotokoll, von dem ich gerade gesprochen habe, das sehen wir hier hinten. Die Verhörprotokolle, das ist eine Quelle im Stadtarchiv aus einem riesigen Bestand mit über 30.000 solcher Protokolle. Und drum war es auch eine große Leistung, dass in den 1990er Jahren eine australische Historikerin dieses Dokument das erste Mal entdeckt hat in dieser großen Fülle. Zwei Dinge machen diese Quelle der Verhörprotokolle sehr spannend und anschaulich. Das ist zum einen so, dass es sich ja um trockene städtische Ratsüberlieferung handelt, aber hier kommen eben nicht nur die Beamten zur Sprache, sondern auch eine ganze Fülle, ein bunter Mix aus der gesamten Bandbreite Augsburgs Gesellschaft. Also vom Landstreicher, der nur kurzzeitig in der Stadt war, über den Handwerker bis hin zu den Kaufleuten und den Spitzenbeamten finden wir eben einen Querschnitt und alle kommen zu Wort. Denn die Verhörprotokolle sind auch sehr interessant aufgebaut. Wir haben auf der einen Seite diesen Fragekatalog in dem klassischen Schmalfolio-Format und dann haben wir die Antworten protokolliert, die eben die Verdächtigen gegeben haben. Und so haben wir ein sehr lebendiges, anschauliches Frage-Antwort-Spiel sozusagen. Dieses Protokoll, das wir vor uns haben, das beschäftigt sich jetzt eben mit einem Prozess im Februar 1564, ein Verhör der Anna Megerler durch die beiden Räte Joachim Jenisch und Veit Vetter. Und ich zitiere aus diesem Protokoll: Die Frau, so Samstag, jüngst in Frohn festgelegt, soll ernstlich angesprochen werden. Erstens, wie sie heiß und von wannen sie sei. Zweitens, wie lang sie hier gewesen sei und bei wem. Und drittens, was ihr Tun oder Wesen sei, davon sie sich erhalte. Und die Anna Megerler musste jetzt also aussagen, sie war eine einfache Kräuterfrau aus Peiting gebürtig, die sich jetzt in Augsburg aufhielt, weil sie dort verschiedene Patienten kurierte. Und so war sie auch in Frohn festgekommen, denn einer ihrer Patienten, ein Junge, war an einer Verwundung verstorben und nun war der Verdacht nahe, dass Anna Megerler daran schuld war. Und was ihr zum Verhängnis wurde, das waren Gerüchte, die jetzt in der Stadt rumgingen. Man muss sich vorstellen, Augsburg war in dieser Zeit noch keine 300.000 Einwohnerstadt. Und zwar ging das Gerücht, sie hätte zwei Brillen bei sich, also zwei Kristallkugeln, zwei Glaskugeln, die sie für Weissagungen verwende. Der Rat wollte jetzt natürlich genauer wissen, was es damit auf sich hat. Und die Antwort, die Anna Megerle hier gibt, das hat das Zeug zu einem handfesten Skandal. Die Anna Megerle hat nämlich behauptet, der alte Antoni Fugger habe ihr die Kugeln und darin inklusive zwei Geister, die darin verdammt waren, besorgt und sie dann das Weissagen lernen lassen. Wir sehen hier die Schrift Herr Anton Fugger gewesen in der letzten Zeile in diesem Protokoll. Sie erläutert dann auf Drängen des Rates weiter, man habe Treffen organisiert, die haben ihren Ausgang bei St. Moritz genommen, man hat sich Handzeichen gegeben und sie ist dann Anton Fugger in die Fuggerhäuser gefolgt und dort hat dann die Weissagung begonnen. Und von besonderem Interesse war für Anton Fugger jetzt gar nicht, dass man in die Zukunft schaut. Sein Interesse war die Beobachtung seiner Angestellten im gesamten Handelsimperium. Das sollte nämlich jetzt durch diese Kugeln möglich sein. Ich muss immer dazu sagen, so sagt es uns Anna Megerler. Und dieser Blick in die Zukunft, sondern in diese weite Entfernung, das hatte natürlich damals trotzdem etwas Gigantisches. 1000 Kilometer bis nach Spanien oder bis nach Antwerpen zu schauen, in einer Zeit, wo es natürlich diese Kommunikationswege in keiner Weise gab, das war etwas Unvorstellbares. Und es ist der Anna Megerler da wohl auch geglückt, was zu sehen. Sie sah diese Bediensteten und zum Entsetzen von Anton Fugger
gingen die viel köstlicher als Anton Fugger selbst. Und er meinte damit natürlich die Kleidung. Wir sehen hier ein schönes Beispiel von so einem eitlen Angestellten, Matthäus Schwarz, ein Handelsangestellter, der ein eigenes Kleiderbuch geschrieben hat, ein Tagebuch, wo er sich in diesen köstlichen Kleidern präsentiert hat. Und das war für Anton Fugger natürlich etwas, das sich vielleicht nicht geziemte, gerade wenn man gegen die Kleiderordnung verstoßen hat. Die Frage, die wir uns natürlich abschließend stellen müssen, ist, das hat sich damals im Rat der Stadt eben auch gestellt, die Frage, ist diese Geschichte wahr oder von Anna Megerler als Schutzbehauptung frei erfunden? Wir können natürlich auch heute noch sagen, so eine Kräuterhexe wirkt jetzt nicht sehr vertrauenserweckend. Aber der Rat der Stadt hat die Geschichte damals nicht in den Bereich des Unmöglichen gepackt, sondern er hat sie durchaus realistisch gesehen. Und ich möchte diese Einschätzung vielleicht ein Stück weit teilen. Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, diese frühneuzeitliche Welt, in der wir uns bewegen, die war tatsächlich durchdrungen von diesem Glauben an Magie und Zauberei. Und es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass Anton Fugger selbst in seinem letzten Lebensabschnitt in dieser Zeit auf solche okkulte Methoden setzte. Er war, das sieht man auch aus dem Schriftverkehr dieser Zeit, geplagt vom Misstrauen gegenüber seinem Umfeld und er hatte große Zukunftssorgen um dieses riesige Handelsimperium. Und es war natürlich auch ein Imperium, das in seiner Größe immer schwieriger zu kontrollieren war. Und so ist es vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass er hier eine Ausflucht aus diesen Nöten suchte oder sah. Der Rat hatte jedenfalls die Sorge, dass es allerlei Weiterung dieses Falles geben könnte. Das heißt, es könnte sich wirklich zu einem Skandal in der Stadt entwickeln. Und man hat dann diesen einfachen Weg genommen. Anna Megerler hat man entlassen, man hat sie nicht gefoltert, man hat aber auferlegt, dass sie sich aus der Stadt begeben muss, dass sie dieser Zauberei abschwören muss und dass sie sich in der Stadt nicht mehr blicken lassen darf. Und so blieb Anna Megerler eben durch diese kühne Geschichte das Schicksal erspart, das dann später viele Augsburger und Augsburgerinnen und in ganz Deutschland Menschen wie Anna Megerler traf, nämlich entweder der Tod durch das Schwert oder durch das Feuer. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diese Darstellung. Fast schade, dass man gerade dieses Bild nicht mehr als Tableau vivant sehen konnte. Wobei, ob es dann noch vivant wäre, ist natürlich eine andere Sache. Aber ja, es ist natürlich grausam, was damals alles passiert ist. Aber natürlich auch spannend, welche Werkzeuge man vielleicht benutzt hat, um, naja, wenn man heute sieht, wie Firmenleiter oder sich manchmal anschauen, was ihre Mitarbeiter machen, E-Mails mitlesen, Kameras aufhängen. Man nutzt vielleicht die Technologie, die vorhanden ist. Wie würde denn aus dem heutigen Gesichtspunkt das betrachtet werden? Also immer unter dem Vorbehalt, dass die Geschichte tatsächlich stimmt. Es würde ja bedeuten, dass Anton Fugger in das private Leben seiner Angestellten geschaut hat. Also auch, wie sie sich in ihrer Freizeit auf den schönen Feiern kleiden und dann aufführen in der Ferne. Und das wäre aus heutiger Sicht natürlich rechtlich nicht in Ordnung, dass sich der Dienstherr so tief in solche Dinge wie den Kleidungsstil in der Freizeit einmischt. Wobei ich mir natürlich nicht sicher bin, ob Personalabteilungen bei Einstellungen von Leuten nicht mal schauen, was die Leute auf Facebook und Instagram alles posten. Also insofern ist da die Möglichkeit natürlich da. Aber dieses Tracking natürlich aus der Ferne schon unheimlich. Ja, es ist unheimlich, aber wir müssen Anton Fugger vielleicht in seiner Situation auch ein Stück weit verstehen. Wir haben natürlich heute ganz andere Möglichkeiten, auch über weite Wege Kommunikation zu betreiben. Und in diesen Nöten so ein Imperium irgendwie führen zu müssen, da hat man sich dann vielleicht auch an so eine etwas zwielichtige
Wahrsagerin gehalten, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen. Heute macht man einfach Zoom-Konferenzen in Corona-Zeiten und das war natürlich damals schwierig möglich. So war es natürlich eine sehr einseitige Zoom-Konferenz, das muss man tatsächlich so sagen. Es war vielleicht eine kreative Möglichkeit, aber nachdem ja diese Vorwürfe erst nach seinem Tod hochgekommen sind, konnte er sich selber nicht mehr wehren und insofern, man weiß es nicht, was daran wirklich wahr war. Spannend. Mario Felke, vielen Dank für den tollen Vortrag und hoffentlich bis bald schon wieder in diesen Formen. Große Klasse. Dankeschön. Danke. Mario Felke. Wenn wir schon bei Techniknutzung sind, wir haben Anton kennengelernt als Stifter, als Streiter für Bildungspolitik, für den Katholizismus, als Nutzer von kreativen Möglichkeiten, als Firmenleiter, aber vielleicht als eines noch nicht, als Vater, als jemand, der eine Familie gegründet hat, eine Familie, die ja bis jetzt auch noch da ist und hier in der ersten Reihe auch so lebendig und so schön und so vital da ist, dass ich mich immer freue, Sie begrüßen zu können und Sie wiederzusehen. Das ist kein Geheimnis. Der Grund, warum ich in Augsburg bin, hängt ja mit der Familie Fugger auch zusammen, wiederum mit meiner Familie und es ist immer sehr schön, Sie hier zu haben. Toll, dass Sie auch diese ganze Geschichte so unterstützen und so toll auch in die Gesellschaft hier mit reintragen. Ja, wir haben Anton Fugger als Familiengründer jetzt auch natürlich zu sehen und da haben wir hier eine Kollegin, die ja, ich glaube, seit 2016 in Augsburg bei der Fuggerei in der Administration mitarbeitet, studierte Historikerin ist, schon zum ersten Mal, glaube ich, bei diesem Fugger-Fundstücken aufgetreten ist, als es um Wassergeschichten ging, schon eine gewisse Zeit her, wenn Sie damals dabei waren. Sie hatte Kacheln mit einem Löwenkopf dabei und heute wird sie eine ganz andere Geschichte erzählen, nämlich ein Fundstück, der in die Familie hineingeht und ihn vielleicht auch nochmal ganz anders sehen lässt. Ich begrüße herzlich Heike Peller mit ihrem Vortrag zu Kinder, Krisen und Konflikten. Heike Peller. Hallo. Wir haben auch wieder ein spannendes Fundstück dabei. Wollen wir es ganz kurz anschauen? Sehr gerne. Ich hätte es ja vorhin fast schon rausgezogen gehabt. Ja, jetzt bin ich glaube, das ist gleich früh, das, diese Mappe. Ja. Wunderbar. Genau. Was befindet sich denn da drin? Also in dieser Mappe befindet sich ein ganz seltenes Zeugnis, ein sehr persönliches Zeugnis auch. Und zwar ist es eine Handschrift von Anton Fugger, seine Kinder auflistet. Und zwar in chronologischer Reihenfolge. Das ist ein ganz besonderes Stück und in der Familiengeschichte sehr selten überliefert und auch in anderen Familien. Und darum wird es heute gehen. Dann übergebe ich den Klicker, ich lege ihn hier hin und wünsche Ihnen viel Spaß. Vielen Dank. Um dieses Dokument erstmal einordnen zu können, muss ich Sie leider erstmal in eine Kontextualisierung führen, nämlich in welcher Zeit ist dieses Dokument entstanden. Wir befinden uns mitten in der Reformation. Wir haben schon gehört, es wurde bis aufs Messer darum gestritten. Und in dem Jahr 1546 kommt es sogar zu einem Krieg, dem Markadischen Krieg. In dieser Zeit wird Anton Fugger mit seiner Frau nach Schwaz ziehen und die Firmenzentrale auch nach Schwaz umziehen und entzieht sich quasi den Augsburger Geschehnissen. Er kommt dann aber doch noch einmal nach Augsburg zurück, nämlich nachdem die kaiserlichen Truppen den Schmalkaldischen Krieg gewonnen haben und die Stadt Augsburg sich dem unterwerfen muss, bittet er um Gnade für seine Heimatstadt, für seine Vaterstadt und macht den sogenannten Kniefall in Ulm vor dem Kaiser. Er kehrt dann aber wieder zurück nach Schwaz, denn seine Frau ist hochschwanger. Seine Frau Anna Rehlinger, geborene Rehlinger, ist mit dem 11. Kind schwanger. Und bei der Geburt kommt es leider zu einem tragischen Ereignis, denn sie
überlebt diese Geburt nicht und verstirbt. Das setzt natürlich eine tiefe Trauer um den Tod seiner Frau nach sich. Und auch sein Sohn, der bei dieser Geburt geboren wurde, verstirbt einige Tage später. Und dieser Schicksalsschlag ist noch nicht alles, was Anton Fugger in dieser Zeit ertragen muss, sondern auch seine geliebte Tochter Anna Fugger verstirbt ein Jahr später. Sie ist gerade einmal 19 Jahre alt und ist eigentlich bereits verlobt, und zwar mit Hans Rechenberg von Hohenrechenberg. Diese Schicksalsschläge werden ihn wohl dazu veranlasst haben, über seine Familie und auch die Absicherung seiner Kinder nachzudenken, denn ein großer Teil seiner Kinder ist noch minderjährig. Und so verfasst er ein Testament, ein zweites Testament im Jahr 1550, und ich glaube, genau in dieser Zeit lässt sich auch das Dokument datieren, um das es heute geht. Dieses Dokument, ich habe es gerade schon gezeigt, listet alle Kinder auf, die geboren wurden, und zwar auch mit der Uhrzeit und unter welchen Umständen. Eintrag ist ganz besonders wichtig, und zwar der Eintrag zur Anna Fugger, zur zweiten Tochter, zum zweiten Kind von Anna und Anton Fugger. Und Anna Fugger wird 1530 geboren. Und was wir hier sehen unter der Jahreszahl, ist ein Kreuz, nämlich der Hinweis, dass sie verstorben ist. Und was man auch sieht, ist, dass diese Tinte in derselben Qualität ist. Das heißt, das Dokument wurde in Eimern runtergeschrieben und das Kreuz wurde nicht nachgetragen. Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, dass dieses Dokument in dieser Zeit entstanden ist und Anton bewusst gemacht hat, wer alles zu versorgen ist. Das Besondere an diesem Schriftstück ist, dass er es persönlich verfasst hat. Also wir wissen, dass Anton Fugger sehr viel Geschäftskorrespondenz verfasst hat und da sehr aktiv war, aber er hat eben auch persönliche Sachen verfasst, und das ist eine der wenigen persönlichen Stücke, die noch überliefert sind. Sowohl von seinem Onkel Jakob Fugger als auch von Anton selbst gibt es sehr, sehr wenige persönliche Stücke, und das macht dieses Schriftstück so besonders. Besonders ist es aber auch, weil diese Auflistung der Familienmitglieder sicherlich fürs 19. und 20. Jahrhundert bekannt sind, aber weniger fürs 16. Jahrhundert. Es gibt nur ein Stück aus der Familie Fugger aus früheren Zeiten, nämlich von seinem Großvater Jakob Fugger dem Älteren, wo so eine Auflistung der Familienmitglieder begonnen wurde und von der Frau fortgeführt wurde. Anton Fugger hat dann in Babenhausen, im Schloss Babenhausen, begonnen, die Herrschaft auszubauen. Er hat viele Ländereien hinzugekauft und eben auch eine Grablege für seine verstorbene Frau erbauen lassen in Babenhausen. Dort wird sie im selben Jahr ihres Todes noch überführt. Und er gründet eben auch eine Kirche und, wie wir heute auch schon gehört haben, eine Bildungseinrichtung. Dieses sind bestimmte Merkmale für den Ausbau fürstlicher Herrschaften, und so wird er auch in den folgenden Herrschaften, die er erwirbt und die bereits erworben wurden, diesen Ausbau vornehmen. Bezeichnend für die nachfolgende Generation, hier sieht man sie alle nochmal zusammen, ganz oben Anton Fugger und mit seiner Frau Anna Fugger, und darunter in der ersten Reihe die Söhne und noch einmal in dritter Reihe die Töchter Anton Fuggers und Anna Rehlingers. Bezeichnet eben für die Generation nach Anton Fugger, also seiner Kinder, ist, dass sich die Familie Fugger immer mehr auf ihre Landbesitzungen zurückzieht. Also sie kehren Augsburg den Rücken und werden auch Mitte des 17. Jahrhunderts dann ihr Bürgerrecht in Augsburg aufgeben. Denn sie sind nun in den Adelsstand aufgestiegen, und die drei noch verbliebenen Söhne, Max Fugger,
Jakob Fugger und Hans Fugger teilen den Besitz, den Anton Fugger ihnen vermacht, unter sich auf und so entstehen diese Linien. Natürlich gab es seit Anton Fugger unzählige Nachfahren, unzählige Nebenlinien, die teilweise auch aussterben. Aber Anton wird quasi zum Stammvater der Familie Fugger, der Anton-Linie. Und nach mehr als 5 Jahrhunderten sitzen heute immer noch Vertreter dieser Linie hier im kleinen goldenen Saal aus der 14. und 15. Generation. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn ich glaube, so mancher Familien- und Ahnenforscher wäre da vor Neid erblasst. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Heike, du hast uns diese Notiz mitgebracht. Aber was kommt denn dann noch mehr raus? Was kann man noch herauslesen? Ist das nur diese Folge oder gibt es noch viel mehr Informationen, die wir da lesen können? Mhm. Also dieses Dokument scheint ja wirklich sehr unscheinbar, lag sicherlich auch in einem großen Stapel Papier und war als solches nicht sofort erkennbar. Aber was man in diesem Dokument auch sehr schön sehen kann, wer die Paten waren. Und da ließ es sich eigentlich noch eine große Forschung zu betreiben, denn offensichtlich sind die Paten aus sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Beispielsweise gibt es einen Knecht, der Pate einer Geburt wird. Und diese Patenschaften sind ja auch etwas Besonderes bis heute, weil man natürlich eine gewisse geistige Verbindung eigentlich sieht. Aber oft ist es natürlich in dieser Zeit auch eine Verbindung zwischen Menschen, um vielleicht eine gewisse politische Allianz auch zu gründen. Und insofern bieten diese Namen noch viel Forschungsbedarf und noch spannende Ergebnisse. Also da kann man noch sehr viel machen und das ist vielleicht schon ein Ausblick auf weitere Forschung, die daraus sich ergeben kann. Wie hat er denn generell für seine Ahnen dann vorgesorgt? Was hat er denn für seine Kinder angedacht? Also wie man sieht, hat er natürlich Herrschaften gekauft, die er seinen Söhnen vermacht hat. Aber er hat natürlich auch versucht, seine Kinder möglichst gut zu verheiraten. Das war ja auch eine Form der Vorsorge oder Versorgung. Und alle Kinder von Anton Fugger wurden in den Adel verheiratet, sogar auch in den Hochadel. Also man sieht, da verändert sich etwas im Selbstverständnis der Familie. Mit Anton Fugger wird diese Verheiratung mit dem Adel immer wichtiger und nimmt zu. Und das andere ist natürlich auch, dass gewisse Gelder zur Verfügung gestellt wurden. Denn die meisten Kinder waren noch minderjährig und so musste ja ihr Auskommen irgendwie finanziert werden. Okay, super. Vielen Dank. Geben Sie nochmal herzlichen Applaus für Frau Heike Peller und ihrem Fundstück. Danke. Also mich begeistert das immer total, weil man einen Zettel hat, der eng beschrieben ist, was man da alles herausfinden kann, was für Geschichten sich davon ableiten lassen und in wie vielen kleinen Details hier etwas dann auch noch Ausblicke gibt auf weitere Forschung. Wir kommen jetzt zum letzten Vortragenden und der letzte Vortragende ist quasi der Stammgast, ohne den diese ganze Veranstaltung wenig Sinn machen würde. Erst seit 1983, rechnen Sie mal nach, in dem Fuggerschen Archiv tätig. Dort erkennt das wie seine Westentasche und findet trotzdem immer wieder neue Sachen. Er ist ein Quell des Wissens und man braucht ihn nur ganz kurz anpieksen mit einer kleinen Frage und es kommt schon eine Wahnsinnsgeschichte hinten ran. Sie wissen, wenn Sie treuer Besucher dieser Folge sind, von wem ich spreche. Ich spreche natürlich von Franz Karg, der auch heute wieder dabei ist und heute den abschließenden Vortrag bringen wird, nämlich zum Thema die lodernde Legende. Und wir möchten ihn bitte erstmal mit großem Applaus rausholen. Herr Karg, schön, dass Sie da sind. Den Klicker können Sie mir gleich mal geben. Ich klicke schon mal auf den richtigen Punkt weiter.
Da muss man anscheinend viel näher hingehen. Oder vielleicht war das, der Akkustand ist niedrig. Ist denn das Ding angesteckt? Also hier oben ist es angesteckt. Wenn vielleicht ein Techniker kommen könnte und ganz kurz schauen könnte, ob auf dieser Leitung auch wirklich Strom drauf ist. Nicht, dass wir dann innerhalb von wenigen Minuten hier Herr Dini, auch... ich glaube, Sie haben mich zu früh gelobt. Die haben Sie den Akku? Westentasche ist fast verschlossen. Wenn der Saft ausgeht, ist die Sache aus. Das wollen wir nicht erleben, dass der Saft hier ausgeht. Und da werden wir uns auch drum kümmern. Nein, wir werden heute über die lodernde Legende sprechen. Sie haben hier drin, glaube ich, auch einige Fundstücke drin. Wollen wir mal ganz kurz rauspacken, was das ist? Das ist eine Originalverpackung vor 1900 vom Fugger-Archiv, wie es noch in Augsburg war. Und so wurden Urkunden verpackt. Inzwischen sind wir modern und haben den Inhalt modern, nach modernen Gesichtspunkten, konservatorischen Gesichtspunkten verpackt. Und bevor das in den Reißwolf geht, wollte ich es Ihnen einfach zeigen. Und der Inhalt... der wird heute die Hauptrolle spielen. Da sind wir sehr gespannt und ich übergebe Ihnen die Bühne zum letzten Vortrag. Der Klicker ist hier und ich glaube, der Strom wird auch wieder laufen. Dankeschön. Das ist Rago. Bitte? Okay. Hält er durch? Okay. Bitte überlegen, Herr Doktor. Gut, ich habe nur 5 Bilder, dann rede ich schneller. Das ist Drago, ein herrschaftlicher Hund. Er hilft Ihnen, in das 16. Jahrhundert zu kommen, in die gute Stube eines Fuggers. Und das kam von dort und geht dort wieder hin. Das sind die Personen. Gefolgt vom Hausherrn. Sie werden Zeuge eines Schauspiels, was große Aufmerksamkeit gefunden hat über die Jahrhunderte, zuletzt 1866 durch den Maler Becker, dessen Gemälde in der Berliner Nationalgarde ist. Sie haben es erraten, Schuldscheinverbrennung, Karl V. bei Fugger. Der Mann ist so reich, dass es sich erlauben kann, die Schuldscheine einfach ins Feuer zu werfen, die lodernde Flamme. Nichts im Leben, vor allem wenn es wichtig ist und große Folgen hat, geht ohne Publikum und Zeugen ab. Zu Hause bei Anton Fugger nimmt die Familie und nehmen Herrschaften teil. Die Tochter, rot gekleidet, ein Militär, Herzog Alba, und ein Geistlicher, der Kanzler, Granvelle.
Und Becker, der das Bild 1866 gemalt hat, gibt uns mit dieser jungen Frau einen Hinweis, wann die Verbrennung in seinen Augen stattgefunden hat. Normalerweise würde man erwarten, dass Anton Fugger auch seine Frau dabei hätte. Das ist nicht der Fall. Sie ist Mitte 1548 gestorben. Deshalb rückt die Tochter nach. Das ist die Anna-Tochter in der Interpretation eines Historikers, die 1549 gestorben ist und die Frau Peller erwähnt hat, sodass wir 1548, 49 diese Schuldscheinverbrennung datieren können. Und das stimmt auch mit der großen Politik zusammen, denn damals war Augsburg die Welthauptstadt. Der Kaiser, in dessen Reich die Sonne nicht unterging, war in Augsburg und wo er ist, ist das Zentrum der Welt. Und wir wissen, dass nach dem Schmalkaldischen Krieg 1547 Karl V. teilweise mehrere Monate bis zu einem halben Jahr mit seiner gesamten Familie in Augsburg war und bei Anton Fugger in eigenen Gemächern wohnte. Aber das, was Sie hier gesehen haben, das war bestimmt der Raum von Anton Fugger. Und jetzt sind die Schuldscheine verbrannt. Und Fluff, alles Schmarrn, Käse, Topos. Fake, nie im Leben haben die Fugger, weder Anton noch irgendjemand, Schuldscheine verbrannt. Das ist die Vorstellung des 19. Jahrhunderts. Und das ist unser erstes Thema, Topos. Er ist so reich, dass er es sich leisten kann, Schuldscheine im Wert von Hunderttausenden von Gulden einfach so in diesen modernen Kamin zu werfen. Und Sie sehen Anton Fugger und den Kaiser. Jetzt hilft mir die Technik, meinen Vortrag umzugestalten, weil Sie den Schluss nicht sehen können. Also gehen Sie nach Berlin in die Nationalgalerie. Dort sehen Sie das ganze Bild und alle anwesenden Teile. Sie haben aber den Vorteil, nur heute und nur jetzt, dass Sie wirklich die Lebenden in Starre haben. Denn der Kaiser wird bald in die Starre verfallen und es gibt einen guten Grund dafür. Topos heißt, ich habe so viel Geld, dass es mir erlauben kann, 100 Euro durch die Zigarette in den Himmel zu pusten. Aber ein Fugger gibt sich nur mit Hunderttausenden und Millionen ab. Das ist ihr Geschäft. Und das hat sie groß gemacht. Zweiter Punkt, das Vorbild. Dieses Bild von Becker hat zwei Nachahmungen. Zum einen im künstlerischen Bereich. Ende des 19. Jahrhunderts kommt Drucktechnik auf und das Bild wird in moderner Technik nachgedruckt und tausendfach verbreitet. Sie können heute im Internet in dieser Größe eine Zinnfigur, Jakob Fugger verbrennt, die Schuldscheine von Kaiser Karl V. kaufen und Sie können in Augsburg in einem Privatbesitz den Originalkamin, wo das passiert ist, aber wir sind das Original, anschauen. Habe ich selbst noch nicht gesehen, wurde nicht eingeladen, das anzuschauen. Es ist kein Fuggerbesitz, es ist wirklich privat, nicht adelig. Und diese Szene könnte auch Vorbild sein für modernste Politik seit 2017. Wenn Sie sich an das Bild erinnern, was wir gesehen haben, eine junge Frau, sie war rothaarig, es gibt aber auch Bilder im Fernsehen, wo eine junge, blonde Frau bei wichtigen politischen Szenen im Bild erscheint, um die Familie zu repräsentieren mit Politikern und Militärs. Das, was geschieht, ist immer gleich, es sind eine Inszenierung. Nur das Geld hat der Fugger verbrannt, aus Großzügigkeit und aus wahrem Reichtum. Topos, Vorbild, die Schuld. Sie haben miterlebt, wie beim Begriff Schuldscheine die Scheine im Feuer aufgingen, auch wenn es im modernen Gebrauch fake ist.
die Scheine sind weg. Was ist mit der Schuld? Die Schuld ist da. Die Schuld ist 1548 da. Die Schuld ist da 1815, als die Fugger unter ihrem Vorfahren Anselm Maria Fugger Babenhausen auf dem Wiener Kongress versuchen, vom spanischen König 6,5 Millionen Dukaten zurückbekommen. Die Schuld ist da in der Zeit, wie dieses Bild gemalt wurde, 1866. In der Zeit versuchen die Fugger über die Rothschild bei einer Schuldenbereinigung der spanischen Krone nochmals diese 6,5 Millionen Dukaten zurückzubekommen. Es hat zweimal nicht funktioniert. Aber merken Sie sich dieses Motiv. Die Schuld von 6,5 Millionen Dukaten ist noch da. Sie ist deshalb da, weil bis dahin, bis im 19. Jahrhundert, ein Prinzip nicht galt, was bei uns gilt. Wenn ich dem historischen Verein von Dillingen 5 Jahre keinen Beitrag bezahle, dann ist nach einer bestimmten Zeit, sind 4 Jahre sind verjährt. Dann muss ich nur einen bezahlen. Aber die 6,5 Millionen sind bis im 19. Jahrhundert da, weil das Prinzip der Verjährung ein modernes Prinzip ist. Sonst hätten die Fugger nicht zweimal im 19. Jahrhundert ihre Ansprüche anmelden können. Und was für die Fugger spricht, wenn es keine Verjährung gibt, dann geht die Verzinsung weiter. Sie sind Banker, 1650 bis 1866 Verzinsung von 6,5 Millionen Dukaten. Was sind schon 6,5 Millionen in unserer Zeit, wenn es um andere Summen geht? Nur, jetzt ist es aus, danke. Die Technik geht. Ich habe meinen Vortrag umgestellt. Ich kann kein Bild mehr brauchen, weil Sie müssen nach Berlin gehen. Was sind 6,5 Millionen Dukaten? Ein Dukat ist eine Goldwährung, die hat nach Abwertungen, Münzverfälschungen und dem üblichen Spiel circa 3 Gramm Gold. 6,5 mal 3 gibt 19,5 Millionen Gramm Gold, gibt 19.500 Kilogramm Gold. Weiter kann ich nicht rechnen, das ist Ihrer Fantasie überlassen. Wo ist die Schuld? Und wir sind deshalb hier, weil seine Majestät Karl V., Karl I., König von Spanien, Kastilien, Aragon und so weiter, Herzog von Burgund etc. etc. und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs hier vor Augsburg erschienen ist, um ihnen die Ehre zu geben und zu zeigen, er glaubt noch, dass die Schuld verbrannt ist. Seine Schuld. Er hat es gesehen, er war dabei. Nur, seine Schulden sind weg. Aber Philipp II., sein Sohn und alle Nachkommen, die 100 Jahre nach seinem Tod regiert haben, die haben 6,5 Millionen Dukaten beim Hause Fugger angehäuft. Und Sie, Majestät, geben Sie dem Hause Fugger das Gold zurück. Ich danke Ihnen. Jetzt kann ich mich noch umdrehen. Da ist er fast zusammengeschreckt. Ja, das heißt, also es wurden gar keine Schuldscheine verbrannt? Nein. Was wurde dann verbrannt? Nein. Gar nichts wurde verbrannt? Es ist ein reines... Und es gab auch gar keine Schuldscheine. Es gab keine Schuldscheine? Und zwar deshalb, weil das sind echte Anforderungen von Schuldscheinen, die... Es gibt im Archiv keine Schuldscheine. Zum einen, wenn sie verbrannt wurden, sind sie nicht da. Wenn sie nicht verbrannt wurden, waren sie nie da, weil es keinen Schuldschein gibt, sondern die Form ist eine vollkommen andere. Es ist ein Vertrag, Asiento, der ist wie ein Schulheft gebunden, ein Haufen Text gebunden. Das hat nicht diese Form, sondern es ist ein Finanzierungsvertrag.
Und im Archiv haben wir noch genügend Asientos von ihm als Majestät und von den anderen auch. Also, falls Sie wirklich das Geld zurückholen wollen, darf ich sagen. Ja. Das ist eine Geschäftsidee. Sie brauchen eine juristische Idee, wie Sie das Prinzip der Verjährung, was im 19. Jahrhundert aufgehört hat, wie Sie das im 21. Jahrhundert überwinden. Da schlage ich Ihnen vor, Tippgeber ist das Fugger-Archiv. Wir kriegen 10%. Die Hälfte dem Haus Fugger, die andere Hälfte den Leuten, die das Know-how und die Fertigkeit haben. Aber das Archiv, was die Dokumente hat und das Know-how, wie man sie aufbereitet und was den Tipp hat, kriegt 10% von dem, der den Juristen hat. Und nachdem das Haus Fugger großzügig ist, das hat man hier gesehen, Sie verbrennen sogar Ihre Schuldscheine, werden Sie bestimmt darauf verzichten, die Verzinsung noch einzufordern. Und als wahre Banker wissen Sie, dass man nie 100% bekommt. Wenn Sie nur sagen, 3 Millionen Dukaten wäre auch was, und dann rechnen wir das in Gold um, und 10% von dem Honorar des Juristen kriegt das Archiv, und dann machen wir ein tolles, super Archiv. Das ist eine Sache. Es ist einfach topos. Reich wie ein Fugger, arm wie ein Archivar. Aber wir müssen Geld kreieren. Ich glaube, hier wurde gerade eben schon eine WhatsApp an den Rechtsanwalt geschrieben mit der Hoffnung, dass man da noch was drehen kann. Wäre also, natürlich schön, und da könnte man noch einiges ankaufen fürs Archiv. Wenn die Fugger diese Fertigkeit haben, die sie mit der Lateinschule Babenhausen gemacht haben, dass sie die Intelligenz von ihren Herrschaften und in ihrem Einflussbereich dazu nutzen, Kaufmänner, also Handelsdiener, Geistliche, Mitarbeiter in der Verwaltung, Buchhalter, die Intelligenz auf dem Land zu fördern. Vielleicht gelingt es, dass wir jemanden finden, der diese Verjährungsfrage klären kann. Ja, also damit gehen wir quasi jetzt in einen kreativen Abend hinein und überlegen uns juristische Modelle, glaube ich, wie das funktionieren wird. Ihren Applaus bitte nochmal für Franz Karken vom Fuggerschen Archiv. Bleiben Sie gleich oben. Wir möchten gleich, wenn Sie schon so schön dastehen, noch alle weiteren Sprecher des heutigen Abends, alle weiteren Historiker auf die Bühne bitten. Professor Dr. Dietmar Schirsner, kommen Sie bitte raus und holen Sie sich noch mal Ihren Applaus ab. Dr. Stefan Birkle, kommen Sie bitte raus. Mario Felke, Heike Peller, kommen Sie raus und lassen Sie sich noch einmal beklatschen für diese tollen Vorträge, für diese spannenden Einblicke, für die Fundstücke, die Sie in den Archiven gefunden haben. Applaus, bitteschön. Und bitte beklatschen Sie auch noch mal ganz, ganz laut und sehr, sehr herzlich die Augsburger Patrizia mit den Tableaux Vivants. Applaus. Wir geben Ihnen ja gerne auch noch mal am Ende der Veranstaltung Möglichkeit, kurz Fragen zu stellen, die wir jetzt noch beantworten können. Wir haben natürlich Desinfektionsspray für die Mikrofone da. Sie dürfen es aber nicht anfassen. Versprechen Sie es mir. Wenn Sie eine Frage haben, reinreden. Wir tun das oben auch dann wieder noch mal säubern. Aber bitte belassen Sie es in der Hand von Astrid Gabler. Haben Sie denn noch Fragen, die Sie gerne stellen möchten? Wir haben aufgrund der Tatsache, dass wir kein Get-Together, wie wir das üblicherweise normalerweise nach einem Fugger-Forum machen, wo wir uns immer wieder noch persönlich austauschen können, haben wir einfach das Problem, das dürfen wir in Corona-Zeiten nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir geben Ihnen kurze Möglichkeit, noch eine Frage zu stellen. Wenn noch eine ist, gerne die Hand heben. Ansonsten wünschen wir Ihnen einen schönen Abend und hoffen, dass wir bald ein nächstes Fugger-Forum dann haben zu einem nächsten Thema. Aber nun noch mal ein Blick in die Runde, ob ich eine Hand sehe. Ja, ganz nach hinten. Oh, jetzt muss ich joggen. Also, ein bisschen Sport schadet nicht. Ich halte
Danke. Ich wollte nur fragen, ein Vetter von Anton Fugger war ja Georg Hörmann von zu Gutenberg. Wie war das Verhältnis zu ihm? Also welche Macht hatte dieser Georg von Hörmann im Rahmen der Fuggerschen Geschäfte? Meine Taschen sind doch zugenäht. Der Hörmann hat eine spezielle Funktion, weil er verwandt ist und weil ihm Anton Fugger neue Geschäftsfelder, zum Beispiel in Tirol, übergibt. Und er übergibt ihm auch die Kinder von seinem Bruder zur Erziehung. Das heißt, er ist sowohl in den wirtschaftlichen Aktivitäten ganz vorne, er ist ein älterer Wirtschaftsmann und er hat auch unerschöpfliches Vertrauen bis in familiärste Dinge hinein. Und es gibt schon ein paar Publikationen, wo das immer wieder rausscheint, aber es ist ein sehr wichtiger Mann, der ihm sehr nahe steht. Und das ist ein Fels, familiär und auch in der wirtschaftlichen Kraft. Und bei der Entwicklung vom Tiroler Handel wird er vorgeschickt, damit er den Jungen Stütze ist und dass seine Erfahrung zugutekommt. Und er steigt auch deshalb auf. Die Hörmann sind ja dann aufgestiegen, haben einen eigenen Besitz erworben. Das ist die Belohnung für viele Handelsdiener, dass man durch Tätigkeit bei führenden Familien sozial und auch wirtschaftlich aufsteigt und ein eigenes Gebiet bekommt oder geadelt wird. Und all diese Handelsdiener, die beobachtet werden, da in Spanien oder mit der Kugel, die sind wirklich Aufsteiger und die sind teilweise außerhalb der sozialen Ordnung und deshalb sind sie auch geckoartig und zeigen das mit ihrem Auftreten, dass sie eben diese normalen Schranken eines Angestellten übersprungen haben. Und durch die Geschäfte von den Fuggern kommen die natürlich in enge Kreise und im Umfeld vom Hof von Karl dem V. gibt es dann leichter irgendwelche Privilegien und sonstigen Dinge, weil das einfach dann dazugehört, dass sie auch in ihrem persönlichen Bereich Anerkennung finden auf verschiedenen Ebenen. Ich schaue noch mal in die Runde, zähle innerlich bis drei und beschließe damit den Abend heute, leider nicht mit der Einladung, wie schon gesagt, zu einem Umtrunk, aber mit dem Versprechen, dass es bestimmt weitergeht, dass wir uns wiedersehen werden. Ich glaube, Forschungsmaterial gibt es genug, Fundstücke gibt es noch genug. Bleiben Sie uns treu und bis auf Wiedersehen. Bleiben Sie gesund. Dankeschön, schönen Abend. Und Applaus nochmal für die Historiker und für die Augsburger Patrizier. Dankeschön.